Zu einem neuen Talk, zu einem Interview von Bettina Geithner. Und ich mache ja immer Interviews zum Thema Bewusstseinserweiterung, sage ich jetzt mal, und zum Thema Medialität. Und heute stelle ich euch eine ganz, ganz tolle Frau vor. Sie heißt Ingeborg Rehak und sie kommt aus Österreich. Und sie ist ein Medium und eine Mentorin. Und ich werde heute mit ihr darüber sprechen, wie wir unsere Verbindung mit unseren geistigen Begleitern stärken und fördern können. Liebe Ingeborg, ich freue mich sehr, dass du zu mir nach München gekommen bist. Ich freue mich auch sehr und ich freue mich vor allem auf das Gespräch und bin schon auch neugierig, was entstehen wird. Viele, viele Menschen sprechen ja jetzt über Medialität. Das ist in aller Munde. Jede Hollywood-Schauspielerin, auch unbekannte Schauspieler, selbst der Firmenchef ist jetzt medial angebunden. Würdest du mal aus deiner Sicht erklären, was ist denn überhaupt Medialität? Also ich persönlich freue mich sehr über diese Entwicklung. Ich finde es wunderschön, weil ich nicht so kann mit diesem Guru sein und ich bin auserwählt und du nicht. Das ist für mich nicht, entspricht nicht meinem Wesen und entspricht auch nicht meiner Sicht der Medialität. Weil aus meiner Sicht ist der Mensch von sich aus angeboren ganz natürlich medial veranlagt. Das heißt, wir tragen es in uns als Mensch und wir haben dann die Wahl, und das ist wichtig, wir haben dann die Wahl, wir gehen diesen Weg und entwickeln ihn weiter oder nicht. Und diese freie Wahl ist das zweite Missverständnis, glaube ich. Das erste hast du schon angesprochen. Bin ich begabt oder nicht? Wenn ich Mensch bin, ja. Und wenn ich begabt bin, muss ich dann mein ganzes Leben diesem Weg widmen oder nicht? Ich habe die Wahl. Ich glaube, dass manche Menschen schon vielleicht eher, wie soll ich denn sagen, da ist die Medialität schon angelegt. Die sehen als Kind schon kleine Elfen und können sich vielleicht auch eher mit dem Geistigen verbinden. Aber sagst du jetzt, dass es angeboren ist, dass man eben leichter in Kontakt kommt? Oder kann man das auch lernen? Also manchmal kann es jeder lernen. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn ich sage, es trägt jeder Mensch in sich, dann meine ich das wirklich so. Natürlich ist es unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn du sagst, manche erleben das als Kind schon sehr stark und manche Menschen ziehen es auch ihr ganzes Leben durch als gelebte, aktive, dynamische Medialität. Das ist wunderschön. Aber es häufen sich auch die Geschichten von Menschen, die sagen, plötzlich ging der Knopf auf, ging mein drittes Auge auf und jetzt sehe und weiß ich plötzlich so viel und ich habe mich davor nie damit beschäftigt, woher kommt das? Da hat sich einfach was aus dem Inneren an die Oberfläche bewegt, zeigt sich und kann hier dann nochmal neu erkannt und eingesetzt werden. Das heißt, die Grundbegabung ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, nicht jeder kann ein Mathe-Genie werden, nicht jeder kann ein Konzertpianist werden, aber man kann ein Stück weit gehen und das Lernen und das Üben, eigentlich ist es mehr Erkennen und Üben als Lernen, wenn wir es schon können. Aber wenn wir uns damit beschäftigen und das vertiefen, dann haben wir großes Potenzial, sehr viel besser zu werden. Das heißt, was ich wichtig finde, ist nicht zu sagen, so, das hat mir Gott gegeben, so wie übergestülpt, das ist meine Fähigkeit und damit muss ich jetzt leben. Nein, das ist meine Grundfähigkeit, das ist die Basis und ich habe die Wahl, aus dem noch so viel mehr zu machen. Wie ist es denn bei dir selbst? Wie kommst du denn, also ich meine, wie schaut dein Alltag aus? Wie kommst du mit deinen geistigen Begleitern, mit deinen Engeln in Kontakt? Stehst du in der Früh auf oder du wachst auf und liegst im Bett und siehst die dann schon um dich sozusagen schweben? Oder gibt es ein Ritual, was du jeden Tag ausführst? Gibt es eine bestimmte Technik, wie du besser in Kontakt kommst, wenn du Botschaften brauchst? Wie schaut denn so ein normaler Alltag als Medium aus? Das ist tatsächlich für mich gar nicht so einfach zu beantworten, weil schon vieles Routine geworden ist, weil ich es schon 20 Jahre mache. Aber es ist nicht so plakativ, dramatisch, wie man sich es vielleicht vorstellt. Also mein Leben schaut von außen betrachtet, glaube ich, sehr normal aus. Das, was im Innen geschieht, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Mein geistiges Team, also die Ansammlung an geistigen Wesen, die ich bei mir habe, die mir nahe sind, die sind immer bei mir. Die sieht man natürlich nicht. Und ich mache keine Rauchrituale oder Beschwörungen, irgendwelche Techniken, sondern das ist mittlerweile mehr eine innere kurze Ausrichtung. Und ich habe die Verbindung verstärkt, da ist sie immer, ich habe sie verstärkt, um in eine Kommunikation gehen zu können. Also man sieht es mir nicht unbedingt an, wenn ich es für mich selbst lebe.
wenn ich für andere arbeite, kann man es vielleicht ein bisschen stärker merken, weil ich da nochmal tiefer reingehe. Also ob ich schlafen gehe, gerade aufstehe, ob ich Zähne putze, Mittag esse oder koche oder spazieren gehe, sie sind bei mir durchgehend. Ja, also keine speziellen Rituale mehr. Am Anfang hat das ein bisschen anders ausgesehen. Aber das ist jetzt wichtig. Was heißt, du hast eine innere Verbindung? Mhm. Also was heißt das? Also siehst du Bilder, siehst du mehr als ich jetzt sehe oder hörst du mehr? Und wie unterscheidest du, was deine Gedanken sind oder was wirklich jetzt Botschaften sind? Du stellst viele Fragen und spannende Fragen. Sehr schön. Was heißt das? Ich bin in Verbindung. Das heißt, ich spüre und weiß, dass sie da sind. Und wenn ich hinschaue, also wenn ich mich bewusst ausrichte, kann ich sie sehen. Ja? So ist es für mich. Das ist vielleicht so, wie wenn du jetzt neben dir oder leicht hinter dir einen vertrauten Menschen sitzen hättest und du weißt, der ist da. Ja? Jemand, der dir gut tut. Mhm. Und dann weißt du, der ist jederzeit da und ich kann mich jederzeit umdrehen und eine Frage stellen oder in Kommunikation gehen. Es ist sehr sanft, sehr leicht geworden mit den Jahren für mich. Und ich sehe auch, dass die Entwicklung dahin geht, dass es sehr natürlich wird. Mhm. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ja. Wie kann ich unterscheiden, ob es Gedanken sind oder Botschaften? Ich selbst habe 5 Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich kann es jetzt unterscheiden. Mhm. Also es war ein Weg. Ich komme aus der Naturwissenschaft, das heißt, ich bin schon jemand, der wissen will und genau schaut und nicht so blindlings sich in alles reinfallen lässt, sondern ich wollte da schon wissen, wie geht das, was ist dahinter, wann kann ich vertrauen, wann kann ich nicht vertrauen. Also ich habe für mich eigene Prüfverfahren entwickelt, die ich dann angewendet habe, um das herauszufinden. Das ist jetzt ganz wichtig. Das hast du mir auch schon im Vorgespräch gesagt. Prüfverfahren. Wie prüfst du, wenn du eine Botschaft bekommst? Ob das jetzt, also ich sag mal, aus dem Verstand ist, aus dem Ego, aus den Gedanken oder ob es wirkliche Botschaften sind? Da gibt es mehrere Aspekte. Einen, den ich sehr wichtig finde, ist, sich selbst sehr genau zu beobachten im medialen Sein und im medialen Arbeiten. Das bedeutet, jeder, der sich mit Medialität beschäftigt, hatte schon mal einen Moment, wo er sagt, so, jetzt bin ich mir ganz sicher, so, das ist jetzt eine Botschaft. Und diesen Moment gilt sehr bewusst wahrzunehmen. Und das ist für jeden ein bisschen anders. Da gibt es nicht eine Wahrheit für alle, sondern das kann sein, dass jemand sagt, ich habe mich dann von mir aus aufgerichtet im Körper. Oder es wurde mir ganz warm, ich hatte Gänsehaut, die Wimpern haben geflattert. Oder ich hatte das Gefühl, ich werde umarmt. Mir ist sehr warm geworden. Also können körperliche Empfindungen sein. Das kann sein, das Gefühl, jemand ganz, ganz tief vertrauter ist mit mir im Raum. Tief vertraut, so wie ein Teil meiner Seelenfamilie vielleicht. Also so dieses ganz ursprüngliche, liebevolle, vertraute. Und wenn ich solche Dinge beobachte und dann wiederholt beobachte, dann kann ich in Zukunft, wenn sich diese Zeichen auch wiederholen, sicherer sein, dass ich hier in einer Botschaft bin, im Channeling und nicht in meinem Verstand. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, den ich interessant finde, zu fragen, würde ich selbst, wäre das ein Gedanke von mir? Würde ich so sprechen? Würde ich so denken? Das ist die Frage, die ich dann Menschen stelle. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen mit einem Medium zu tun, die gerade ein Buch channelt. Ja? Also wo man sich vorstellt, die ist schon sehr selbstbewusst als Medium. Ja, ich channel ein Buch mit der Planung, es zu veröffentlichen. Und sie sagt zu mir, kannst du mir sagen, ob ich da wirklich channel beim Schreiben dieses Buches? Und ich habe gesagt, wie fühlt sich es denn in dem Moment an? Und nur durch diese Frage kamen ihr die Tränen und sie sagt, ich bin zutiefst berührt, es ist so schön, ich fühle mich so gehalten, es fühlt sich so wahr an. Und das ist die Antwort dann. Ja, das ist der nächste Aspekt auch. Würdest du so formulieren, würdest du so sprechen, würdest du so schreiben, als Mensch, ich als Inge, du als Bettina, oder nicht? Genau. Die Sprache ändert sich nämlich ein bisschen. Das ist, also, damit ich das richtig verstehe, das heißt, wenn ich nicht so sprechen würde als Bettina, dann weiß ich, dass es Botschaften wären.
Ganz einfach, es ist ein Hinweis dafür. Es ist ein Hinweis. Ein Hinweis dafür. Manche überzeichnen es dann ein bisschen, das fällt dann auch manchmal auf, die dann sich sehr darum bemühen, dass es anders ist. Ja, die das sehr überzeichnen, dann bin ich auch ein bisschen skeptisch als Zuhörer. Das gibt es auch natürlich. Also ich will jetzt nicht, dass jemand glaubt, ich muss meine Stimme verändern und dann gentle ich. Deswegen wiederhole ich das. Aber es ist ein Hinweis, wenn ich mich verändere in Haltung, in ein bisschen im Aussehen manchmal, wurde mir berichtet, in der Sprache, in der Wortwahl und im Inhalt, in dem, wie ich mich ausdrücke. Und dann ist noch ein anderer weiterer wichtiger Aspekt, den ich sehr, sehr konsequent angewendet habe. Wenn ich eine Antwort bekomme, dann stelle ich die Frage nochmal von einer anderen Seite und nochmal von einer anderen Seite und nochmal von einer anderen Seite. So wie gegenprüfen. Das ist so, wie wenn ich vielleicht sicherstellen will, dass mich ein Mensch nicht belogen hat. Und ich frage dann nochmal und nochmal ein bisschen anders, um zu sehen, passt das alles zusammen. Und da konnte ich auch manchmal merken, wenn was nicht ganz stimmig war. Du hast recht. Weil mir jetzt gerade auffällt, also ich bin ja kein Medium, aber ich bin halt gut angebunden trotzdem. Und ich weiß, manchmal ist es bei mir so, und das passiert oft im Interview, weil ich die Interviews laufen an sich nie so, wie ich sie plane, weil es ist so, ich würde nicht so sprechen. Ja. Ja. Aber es ist für mich die größte Freude, meine Zuschauer bekannt zu machen, weißt du, und halt die Arbeit darzustellen, also bekannter zu machen. Und das mache nicht ich. Ich weiß nicht, wer das macht, aber es macht etwas. Und das ist wie, als ob ich wie eine Pirouette bin, die geführt wird. Ich glaube, so ist es. So ist es, genau. Du hast recht. Also, das finde ich jetzt total wichtig, auch für die Zuschauer, dass sie es selber überprüfen können. Genau. Das sind jetzt ein paar Aspekte. Wie gesagt, ich finde es gut, wenn jeder für sich schaut, wie kann ich es für mich noch prüfen. Ich mag nicht gern so fertige Lösungen bringen. Ich will, dass jeder auch selbst ein bisschen, aber du hast es schon richtig verstanden. Ja? In deinem Fall ist es ja spannend, weil du, wenn du die Interviews gibst, bist du ja mit der geistigen Welt in Verbindung. Und du bist mit mir in dem Fall in Verbindung, also in zwei Richtungen auch. Ja. Ja? Und das ist für mich das Schönste. Ja. Und dann bist du, dann ist der Flow da, dann fließen die Worte, dann kommt so, wie du es gar nicht dir überlegt hast vielleicht oder wie du es gar nicht sonst sprechen würdest. Ja. Und du hast was ganz, ganz Wichtiges jetzt gerade noch gesagt. Und zwar, du willst, dass die Menschen bekannter werden. Ja. Ja. Unbedingt. Das ist für mich die größte Freude. Und das sagst du mit so einer Überzeugung. Das ist so. Ist und so. Genau das ist ein wichtiger Aspekt in der Medialität, okay. Einen Fokus zu setzen. Ah. Was will ich? Die Energien fügen sich der Aufmerksamkeit, dem Fokus. Aber schau mal, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ja, und bei dir einen Kurs macht und auch und dann vielleicht nicht weiß, er weiß nicht, was er will. Wie kann er denn zu Klarheit kommen, was er will? Man kann sagen, ich will eigentlich, weil es gibt ja Leute, die sagen, ich will in der Stadt wohnen, ich möchte eine Wohnung, ich möchte ein Haus oder ich möchte heiraten, nee, ich möchte lieber unabhängig sein, offene Beziehung. Mhm. Ich weiß, also wie kannst du helfen dann auch, dass die Leute klarer werden? Vielleicht gerade was den spirituellen Weg oder ja auch die Verbindung zur geistigen Welt betrifft. Okay, angeht. Ich würde es ein bisschen voneinander trennen. Das eine ist der private Weg, wo ich nicht weiß, was ich will. Ja. Und das andere ist der mediale oder spirituelle Weg, ist ein bisschen anders. Im privaten Aspekt würde ich sagen, ganz simpel eigentlich, stell dir vor, wenn wir das Thema Beziehung nehmen, stell dir vor, du bist in einer offenen Beziehung und sieh das mal vor deinem Auge und wie fühlt es sich nach einem Jahr an, wie fühlt es sich nach 2 Jahren an, nach 5 Jahren, ja? Dann stell dir vor, du bist verheiratet, wie fühlt es sich nach einem Jahr an, nach 2 Jahren, nach 5 Jahren. Und die meisten finden so schon eine ganz gute Antwort. Ja? Wenn man wirklich, ich habe es jetzt ganz, ganz beschleunigt beschrieben natürlich, aber wenn ich wirklich in dieses Gefühl gehe, ich bin jetzt, ich sehe mich jetzt oder ich erlebe mich, ich fühle mich in diesem einen möglichen Weg, was passiert da mit meinem Körper? Halte ich die Luft an, spannt sich mein Körper an oder wird es weit und ich kann tief durchatmen und es ist wohlig und schön? Ja. Und das ist ja und nein. Ja. Passt das oder nicht? Wenn sich beides nicht gut anfühlt, dann kann ich weitersuchen. Dann gibt es was anderes, was besser passt.
Genau. Ja? Und im spirituellen Weg, da würde ich wirklich sagen, probier aus. Mhm. Probier aus. In der Medialität gibt es ja viele Aspekte, ob ich jetzt automatisch schreiben will, ob ich mit Engeln arbeiten will, mit Geistführer, mit dem Jenseits, ob ich auf der Bühne stehen will oder lieber ein Buch schreiben will oder lieber Kurse geben will. Mhm. Und da würde ich sagen, probier dich ein bisschen aus, beschäftige dich mit verschiedenen Aspekten. Und dann siehst du, was gefällt mir. Mhm. Und der beste Hinweis sind für mich zwei Dinge. Das eine ist, es macht mir Spaß und es fasziniert mich. Und der zweite ist, es fällt mir leicht. Ah ja, genau. Mhm. Wir sind manchmal ein bisschen so geprägt, dass es immer schwer gehen muss. Mhm. Aber hier würde ich sagen, schau mal, was fällt dir denn besonders leicht? Wo ist deine Stärke? Mhm. Was ist so, dass du dir denkst, warum kann das nicht jeder? Ja. Oder wenn du noch nicht dich verglichen hast mit anderen, das kann doch jeder. Aha. Ja? Okay. Wenn es so leicht ist, dann hast du hier einen guten Hinweis, dass das ein super Weg ist für dich, dem zu folgen. Und dann kommt noch dazu, wir dürfen jederzeit unsere Meinung ändern. Wir können sagen, hey, das hat jetzt 5 Jahre unglaublich viel Spaß gemacht und jetzt möchte ich einen anderen Aspekt der Spiritualität oder Medialität erkunden. Ja? Das ist auch wichtig, weißt du wieso? Das ist gar nicht so einfach, wenn man dann plötzlich seinen Weg ändert. Ja. Weil da kommt natürlich der Verstand, der einen irgendwie dann beschimpft. Irgendwie, man ist so schwach, das muss man durchhalten, das muss man schaffen oder so. Keine Ahnung. Oder man sagt, das ist doch jetzt seriös oder so weiter. Oder, und man geht dann einen anderen Weg, der vielleicht nicht so seriös ist, nicht so angesehen ist oder so. Oder nicht so akzeptiert ist, ja. Und da dann eben seiner Intuition zu vertrauen. Was hilft denn da auch seinem Gefühl zu trauen? Also dann einfach zu vertrauen dem, was man will oder was man fühlt und das dann auch durchzuziehen. Ich habe heute eine Kommunikation gehabt mit einer Freundin über genau dieses Thema. Okay. Die hat auch gesagt, ja, und ich weiß, aber es ging um ihre Kinder. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Und ich habe gesagt, doch, das weißt du. Ja? Und ich mache das so, dass, also mit mir und auch mit den Teilnehmern, dass ich sage, okay, an der Oberfläche ist die Verwirrung, dieses ich weiß nicht. Und was ist drunter? Da ist auch Verwirrung. Und was ist drunter? Und was ist drunter? Und wir schauen so oft in die tieferen Schichten, die nächste Ebene, bis die Klarheit kommt. Und was ist jetzt dieses Dumpfe, was da drüber liegt? Das sind oft unsere Prägungen. Ja, das ist das, ich sollte, ich müsste, genau. Als Frau sollte man oder als, keine Ahnung, Ausgebildete sollte man. Ja? Und das kommt uns in die Quere mit dem, was wir wirklich wollen. Genau. Und dann ist die Verwirrung da. Mhm. Aber wenn wir nochmal tiefer schauen, was ist denn wirklich drunter? Was ist denn da nochmal drunter? Das hilft oft sehr, sehr gut. Und ich hatte es auch. Also ich habe mich sehr, sehr oft in meinem Leben gegen Empfehlungen entschieden, die mir gegeben wurden. Zum Beispiel, erzähl mal. Naja, ich hatte mein Pharmaziestudium fertig, habe ein Jahr in der Apotheke gearbeitet und habe mich selbstständig gemacht im spirituellen Bereich. Ja? Toll. Das heißt, ich hatte eine recht schwierige Ausbildung geschafft, hatte einen sicheren Job, ich hatte Anerkennung in der Apotheke, wo ich war, die mochten mich, ich konnte meine Arbeit gut machen, habe alles hingeworfen, das sichere Einkommen, ein gutes, sicheres Einkommen hingeworfen und habe bei null begonnen wieder und habe es nie bereut. Ja? Aber da waren viele Menschen, die auf mich eingeredet haben. Und lass doch wenigstens einen Fuß in der Tür und wenigstens Teilzeit und so und so. Und genau. Teilzeit gab es ein Jahr und dann war ich fertig. Und auch diese, du hast mich so schön als Medium und Mentorin vorgestellt und ich habe mich lange Zeit nur Medium genannt und da haben mich viele, viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis davor gewarnt oder mir dringend abgeraten, dieses Wort zu benutzen. Ja, das ist so schwammig, das ist so ESO, du bist viel zu professionell für dieses Wort, du bist viel zu kompetent für dieses Wort, nenn es Consulting, nenn es irgendwie anders, ja, aber nicht so und da wirst du in einen Bereich abgeschoben, der dir nicht entspricht und ich habe gesagt, nein, das ist genau das Wort, das ich mag, damit finde ich mich, damit komme ich gut zurecht und das mag ich. Und wenn das andere nicht so sehen, dann ist das völlig in Ordnung. War das nicht auch ein Weg? Ich meine, es ist so, ich kann mich erinnern, ich habe ja Politik studiert und ich kann mich erinnern und habe auch im Landtag gearbeitet, im Bayerischen Landtag.
bei einem Abgeordneten. Ja, siehst du. Und jetzt mache ich spirituelle Interviews ausschließlich und bin glücklich. Und ich kann mich erinnern, damals im Studium, das ist ja über 20 Jahre her, ich bin da damals schon immer zur Meditation am Freitag und ich konnte das nicht sagen, weil die alle gedacht haben, ich habe einen Vogel, wenn ich das öffentlich gesagt habe. Und jetzt geht fast jeder Zweite zur Meditation. Ja, jetzt ist und, es in. Aber in mir, ich habe das damals verheimlicht, weil das auch irgendwie noch nicht stabil war in mir. Ich musste auch den Weg erst gehen, dass ich zu mir und zu dem, was mir wichtig ist, stehe. War das bei dir auch so? Weil ich glaube halt, wenn man jetzt gerade mal Medium ist, ist es, ich bin ja kein Lehrer. Und du bist aber schon, also wie ein Lehrer, wie, der wirklich auch, also wie gesagt, der andere auch unterrichtet, ja. Und das ist auch was mit Verantwortung, die man auch hat. Bist du da dazu gekommen, war das auch eine Entwicklung? Eine innere Entwicklung? Das war es bestimmt. Ich habe jetzt aber keine großen Meilensteine, die mir dazu jetzt einfallen. Aber es stimmt, siehst du, jetzt fällt es mir ein, als ich das erste Mal bemerkt habe, dass ich meinen Geistführer sehen kann, mit ihm kommunizieren kann, war das wie so ins kalte Wasser geworfen werden. Und ich habe es tatsächlich vor meiner Familie 2 bis 3 Jahre verheimlicht. Ja, genau. Ja. Und jetzt bin ich aber so lang durch meine Selbstständigkeit natürlich, so wie du auch. Man wird ja schnell gefragt, was machst du beruflich? Und dann ist man schon mitten im Thema drin. Also da hat man keine Wahl mehr. Da wird man immer wieder damit konfrontiert, was die Menschen davon halten, wie sie sehen, wie sie damit umgehen, wie sie dir dann begegnen, wenn sie es wissen, im Vergleich zu davor. Ja, genau. Genau. Jetzt bei deinen Seminaren, bei deinen Online-Seminaren, die du ja machst, die kann man ja auch auf deiner Webseite dann gleich schon mal ansehen und mehr Informationen dazu bekommen. In diesen Seminaren, was gibst du da an die Teilnehmer weiter? Oder was ist grundsätzlich das, was du anderen Menschen weitergeben kannst mit deiner Arbeit? Ich glaube, und deswegen habe ich auch begonnen zu unterrichten, dass ich eine Stärke darin habe, anderen Mut zu machen, sich darauf einzulassen, dem, was da ist, zu vertrauen und das weiter zu erforschen. Das heißt, mit kurzen Übungen kann ich Menschen oft helfen zu sehen, ich habe ja mediale Fähigkeiten. Da ist ja was da. Das ist nicht so, dass ich da bin und das ist ganz weit weg von mir, sondern es ist in mir und ich kann schnell Zugang dazu finden. Also ich sehe mich viel als Motivationsmedium sozusagen. Also ich mache viel Mut, ich unterstütze. Ich mag es aber auch, wie du schon angesprochen hast, die Verantwortung mit reinzunehmen, die jeder damit trägt, nicht nur ich, sondern jeder, der in dem Bereich arbeitet. Und ich habe im Laufe der Jahre einfach viele Übungen und viele Themen, auch Theorie und Übungen, diese beiden Aspekte, zusammengesammelt, von denen ich weiß, dass sie im Laufe einer medialen Arbeitsphase anfallen, wichtig sind zu klären. Und in manchen Aspekten ist es so, dass ich Dinge vorgebe, das ist ganz, ganz wenig. Das ist zum Beispiel der Bereich der Ethik, wo ich sage, da gibt es keinen Spielraum, wir müssen den anderen respektieren. Ja. Aber in vielem ist viel Spielraum, wo ich gerne Impulse gebe und sage, schau mal, wo findest du dich in dem Ganzen? Entspricht das für dich der Wahrheit oder das? Und geh dann den Weg. Und es ist völlig gleich, ob ich es anders sehe als du. Weil Medialität ein sehr individueller Weg ist. Und ich finde es so schön, wenn wir diese Großzügigkeit einbringen können, dass jeder seinen Platz hat oder seinen Weg geht und sich auch erlaubt zu sagen, ich weiß noch nicht, wie ich zu dem Thema stehe. Aber ich lasse es jetzt einfach mal offen. Ich muss nicht zu jedem eine Meinung haben, sondern ich lasse es einfach offen und schaue, wie sich es entwickelt. Und ich probiere und übe und finde, komme an diese Punkte, an diese Aspekte, an diese Eckpfeiler, wo ich einfach durch Erfahrung schon weiß, wo viele vorbeikommen, wo dann Zweifel kommen, Unsicherheiten, Fragen. Und dafür gibt es die Kurse, dass man dann immer wieder nachschauen kann, was war da nochmal zu dem Thema und was mache ich in der Situation und wie gehe ich damit um, wenn das geschieht. Also man merkt, da ist kein Ego-Bewusstsein von dir, das sagt, so und so hat es zu sein, sondern du bist da ganz offen für jeden, was für ihn stimmt, sozusagen. Das finde ich echt wichtig. Das ist sehr, weil ich sehr mag wichtig. Ja auch keine Gurus. Ja. Gell? Ich finde, das ist nur Ego.
Würdest du mal eine Übung machen, vielleicht ja, kurz anleiten, sodass gerne. Die Zuschauer mitmachen können? Ja. Und ich mache natürlich auch mit, stelle mich gleich sehr zur Verfügung. Gut. Würde sehr mich sehr gut. freuen, da können die Zuschauer mitmachen. Ja, genau. Ja, möchtest du wählen, mit wem du dich verbinden möchtest? Oder nehmen wir Schutzengel? Ich würde mich gerne mit meinem Schutzengel verbinden. Mit deinem Schutzengel? Mit meinem Schutzengel, okay. genau. Okay, mhm. gut. Dann, wenn du hast schon deine Augen geschlossen, sehe ich gerade, genau. Und dann nimm einfach ein oder zwei tiefe Atemzüge langsam und entspannt, sodass du in dir ankommen kannst. Wenn du möchtest, kannst du eine Hand oder zwei Hände auf dein Herz legen, um dich nochmal stärker spüren zu können. Genau. Und du möchtest die Hand wieder ablegen. Und dann beginnen wir damit, dass du dich spürst. Du spürst dein Wesen, so wie du dich liebst, so wie du gerne bist, so wie du strahlst und auch so, wie du gerne noch werden möchtest. Das, was jetzt da ist an Schönem und an nicht so Schönem, wird angenommen. Genau. Und jetzt wiederhole im Geiste meine Worte oder formuliere es auf deine Art. Ich rufe meinen Schutzengel. Ich bitte meinen Schutzengel zu mir. Ich bitte dich, zu mir zu kommen, mir ganz nah zu sein. Ich bitte dich, mir zu erlauben, dich zu spüren, intensiver und stärker als je zuvor. Ich erlaube mir, dich wahrzunehmen. Ich erlaube mir, dich zu erkennen. Ich öffne mich, um deine Liebe und deine Energie anzunehmen. Ich danke dir für alles, was du mir früher und jetzt gegeben hast und gibst. Ich danke dir für dein Sein in meinem Leben. Ich bin bereit, mich dir noch mehr zu öffnen, deine Geschenke anzunehmen, in Botschaften und in Energien. Ich bin bereit, mich von dir beschützen und führen zu lassen. Ich bin bereit, dich stärker wahrzunehmen. Danke dir, dass du da bist. Ich verabschiede mich für diesen Moment bei dir. Und dann beobachtest du, wie sich die Energie oder der Engel, den du siehst, zurückzieht und mit ein paar entspannten, ruhigen Atemzügen kannst du wieder langsam, lass dir Zeit, ins Hier und Jetzt kommen. In dein Tagesbewusstsein, in das bewusste Wahrnehmen deines Körpers, genau, mit leichten Bewegungen, Strecken, ja, ist manchmal angenehm. Ja, genau, der war da. Ja? Der war da. Toll, danke. Ich habe ihn ganz deutlich gespürt, ja. Und jetzt, wenn du jetzt in den Spiegel schauen würdest, würdest du auch sehen, dass deine Augen mehr strahlen und sich ein bisschen intensiviert haben. Ja. In der kurzen Zeit. In der kurzen Zeit. Und das war nur die Verbindung zwischen dir und deinem Schutzengel. Nur dadurch. Ja, ja, ich habe nichts mit deinen Augen gemacht. Genau. Wahnsinn. Ja. Mhm.
Ich hoffe, alle Zuschauer haben mitgemacht. Die können dann immer wieder holen. Sie können es wiederholen. Ja, genau.